Moin, willkommen zu einem neuen Clash Royale Video. Heute gibt es das große CRL-Finale. Morten und Schwarzen, damit zwei deutsche Spieler sind in den Top 8 drin. Und Morten spielte direkt im ersten Match gegen den guten Tar. Tar hat eine 70%ige Gewinne, könnt ihr jetzt nicht sehen, weil ich habe meine Kamera davor mal geschoben wegen Morten hier unten. Und Kollege Morten eine 73%ige. Und wir sehen direkt hier Skelette. Das ist Royal Giants. Das ist ein Royal Giants Psychedeck, oder? Das ist ein Royal Giants Psychedeck, würde ich jetzt auch sagen. Und das ist Anaban-Deck von Tar. Morten hat ja gerade neulich noch gesagt, mit Royal Giant hat er in der CL irgendwie fast eine 100%ige Winrate gehabt und hat alles gewonnen. Morten ist ein extrem guter Royal Giant Fischer-Spieler und er mag auch Royal Giant sehr, sehr gerne. Und ich glaube, deswegen hat er hier jetzt auch einfach seinen Confidence-Pick an der Stelle. Der Packer hittet nicht. Er muss eigentlich noch einen Hunter haben, kommt oder? Der Loon, nee. Hat Feuerball noch. Das ist nee, okay, aber der Feuerball fliegt nach vorne. Das ist ein Hit, das ist ein Hit. Nö, nee. Es ist kein Hit, hallo! Kein Hit gewesen. Alles gut. Aber, alles noch entspannt. Aber wie viel Schaden hat der Dragon gerade gemacht? Ich dachte, ich hätte schwören können, das wäre ein Hit gewesen. Oha, nee. Geil. Okay, ich kann aber jetzt schon sagen, das Matchup wird sehr schwer werden. Morten ist sehr, sehr krass mit diesem Deck, aber es wird sehr schwer werden. Weil guck dir mal an, was er gegen Loon hat. Er hat gegen Loon Mutterhexe, Dragons, die easy weggeholt werden können. Und dann hat er noch den Feuerball. Also es ist nicht so wenig, aber Loon Freeze nimmt ihn, hebelt ihn aus. Ja, das stimmt. Und das Problem ist halt auch, dass das Matchup wird sehr schwierig werden. Aber das war eine sehr, sehr gute Defense. Kommt schon die nächste Mutterhexe und die produziert jetzt die Hawks, die wiederum. Einige schreiben, hat Tar kein Gesicht, der hat einfach eine Maske auf, Leute. Ach so, naja, das ist halt die Maske, ja. Aber das war bei, irgendwie ist das bei den Asiaten alle so, die haben alle schwarze Masken. Die tragen alle eine schwarze Maske. Das war bei der CL auch so, da haben die alle die gleiche Maske getragen und da sahen die alle Fies so. Fies kommt rein, nimmt hier einiges Hops, kein Royal Giant Hit. Da kommt noch ein Lock jetzt rein. Lock ist ziemlich gut gewesen. Lock war ziemlich gut, Baby, der muss doch kommen. Damage. Oh, warte mal, der könnte auch noch down gehen. Der geht tatsächlich nicht, aber trotzdem spawnt noch ein Vieh. Ein Vieh wird noch spawnen, das heißt, aber halt wird nicht viel bringen, klar. Royal Giants in der Brücke, guter Move, könnte ein guter Move sein. Es wird viel Damage werden, die Frage ist Holz jetzt wieder reinkommen. Die Frage ist jetzt, kann Morten mit dem, also den Counterpush verteidigen? Das ist die Frage. Ja, safe, oder? Der Holzfäller ist raus. Der Holzfäller ist irgendwo in der Mitte seinen Rage droppen. Da, zack. Oh, warte mal, das war gut, dass der Eismagier gefokust wird. Das ist doch übel easy, übel free, oder nicht? Das war auch mega gefailed vom Gegner. Ja? Ja. Das war mega gut verteidigt, ja. Strong. Dahin. Mr. Packer. Es warten eigentlich alle gerade auf diesen einen Moment, wo dieser Packer kommt, wo dieser Loon kommt. Ja, jetzt könnte er kommen. Und dann Loon Freeze könnte halt kritisch werden, ja. Ah, oh, es war gut gespielt vom Gegner, jetzt kann er freezen. Ja, jetzt kann er easy frosten eigentlich. Nee, nicht so richtig, oder? Er kann die Dragons treffen, der Packer tankt doch. Er macht's aber nicht. Er macht es nicht, aber es ist trotzdem ein dicker Hit, Junge, holy shit. Es wäre, glaube ich, kein zweiter geworden, deswegen hat er den Freeze nicht gespielt. Ja. Es heißt, das war wirklich gut gemacht vom Gegner. Was für ein Match. Okay. Das sieht irgendwie nicht so angenehm aus. Super guter Nado. Dieser Nado-Zap-Baby-Den-Kombo. Der Skeleton ist so weak dagegen. Ist krass. Nee, kommt nicht. Nee, es kommt nicht. Er spart sich. Ich spiele jetzt Packer hinten wieder, oder? Ja. Es ist aber ein Packer jetzt. Ah, nee, Moment, Holzfäller kommt da noch gerade rein, Fischer kommt da noch gerade reingequetscht. Es kommt einfach wieder Baby-Ding, oder nicht? Hätte er da einen Freeze gespielt, gerade wäre das auch schon GG gewesen. Das ist echt ungeil, tatsächlich. Das ist echt ungeil, muss man sagen. Jetzt halt ein Freeze, ne? Jetzt einfach ein Freeze. Dann hat er gewonnen, oder nicht? Er freest nicht, warum macht er das nicht? Was ist denn mit dem Kollegen los? Er hat Angst, dass es ein Overcommit ist und er dann das Game verliert. Er möchte 100% er will 100%, das ist nicht schlau. Das wäre doch safe nicht gewesen, schon länger. Ja, und jetzt könnte in Triple X, da könnte Morten das gewinnen, weil er so schnell die Hexen und die Dragons cycelt. Vor allen Dingen hat er Feuerball. Ich glaube, der Gegner choked gerade ein bisschen, Tobias. Er choked, ohne richtig zu choken. Aber er choked, indem er nicht gewinnt. Das war's. Keine Ahnung, jetzt kommt der Freestyle. Jetzt hier Freestyle, damit gewinnt hat er sich das erste Match. Das ist der Best of 3. Das heißt, Morten jetzt hier im Prinzip schon direkt mit dem Rücken zur Wand. Ich kenne ja Mortens Zimmer, ich war ja schon bei ihm. Aber irgendwie sieht das gerade, ich kann das gerade gar nicht, aus welchem Winkel. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Winkel das aufgenommen ist. Vielleicht hat Morten sein Zimmer umgebaut. I have no idea. Okay, Flugmaschine sniped hier. Den Magic Arch up killt ihn aber nicht. Wichtig und richtig. Jetzt kommt ein Barbell des Todes. Nee, ja, wobei, nee, Seppis kommen, okay.
Hat er denn das Bubble des Todes dabei? Ah, mit, oh, die Mutterhexe, Digga. Yo. Ja, okay, das ist natürlich auch stark, aber es ist okay. Bubble hätte auch gereicht. Ja. Ich denke, er hat noch ein Bubble, ja. Das ist das Megaritter Royal Hawks Elite Verband Deck von Tar. Vielleicht spielt er auch ohne die Hawks. Also, es kann sein, dass er nur Full Damage hat. Ja, kann ich mir vorstellen, aber weiß ich nicht. Kommt drauf an. Was hat Morten jetzt? Wieder Prinz einfach, genau. Morten spielt das Deck, was neulich auf Platz 1 global war, was mit Ghost, Bandit und Prinz ist. Das ist einfach so ein Bridge-Ram-Deck, was komplett darauf basiert, den Gegner zu outbridgen. Also ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Weißt du, was ich neulich gespielt habe? Gestern? Ja, also ich habe Megaritter, Prinz, Magier, Rage gespielt mit Elite-Verwahren. Das war so dumm. Es ist ungefähr gefühlt das gleiche Konzept. Du setzt die ganze Truppe an der Brücke und irgendwann hat der Gegner nichts. Ja, aber das hier im E-Sports ist halt auf einem ganz anderen Level. Das Ding ist, Morten versucht halt, oder versucht halt dauerhaft den Gegner... Ich meine halt, wenn die das jetzt hier auf diesem Top-Level spielen, dann müssen sie halt dauerhaft wissen, was der Gegner im Cycle hat und versuchen, immer den Gegner zu punishen, sobald er nicht den perfekten Cycle hat. Und das ist halt, ich glaube, darin ist Morten halt besonders gut, deswegen finde ich das auch, oder finde ich es teilweise überraschend, dass Morten so wenig Bildschirm spielt, weil Morten ist jemand, der kann sehr gut den Cycle vom Gegner lesen und weiß sehr genau, wann jemand was im Cycle hat, um es zu verteidigen und predictet halt sowas auch gerne mal. Und deswegen ist, glaube ich, Morten in so einem Matchup halt sehr, sehr stark. Wir hoffen es mal. Aktuell ist auch alles even. Aktuell hat Morten einen kleinen Damage-Vorteil auf der linken Seite, was natürlich sehr, sehr geil ist. Aber ansonsten, außerhalb dessen gerade... Sieht hier nicht so viel. Was sagt die Mutterhexe, wenn die dieses Hoogie-Boogie macht? Was sagst du, was sie sagt? Die sagt Gucci-Gucci. Wenn du es da lässt, das heißt die Prada-Prada. Ich habe nämlich auch schon gedacht, dass es nämlich ein Gucci, dass das Supercell gesponsert ist von Gucci und dass das tatsächlich eine Zusammenarbeit mit Gucci war, ja. Ja, genau so ist es auch. Klar. Ja. Das kommt rein. Oh, das macht Morten gut, das ist guter Pressure. Aber die E-Waps hat so eine Macht in der Defense. Das ist schon brutal. Das Def, der Gegner sehr, sehr gut. Aber der Gegner kommt doch nicht durch. Ja, beide kommen gerade nicht durch. Also Morten, das Ding ist, je länger dieses Game geht, desto besser wird es theoretisch für Tar, aber... Er hat den Feuerball, ja, auch weil er den Feuerball hat und weil er halt den Megaritter-Push aufbauen kann irgendwann. Aber ich glaube, desto besser wird es auch für Morten einen Counter-Push. Und das heißt, wenn Morten es einmal schafft, gut zu verteidigen, dann kann es auch sehr schnell passieren, dass Morten dann hier einfach mal auf einmal 15 Sachen an die Brücke spammt und dann den Gegner out-rusht quasi. Deswegen, es ist für beide Seiten eigentlich besser. Mal gucken, ja, wer halt den beide Seiten Vorteil besser. Kann. Aha. Ja, es macht keinen Sinn, die Aussage, aber du weißt, was sie meinen, oder? Ja, beide Seiten haben seine Vor- und seine Nachteile. Beide Seiten haben Potenzial oder Stärken und Schwächen so. Oh, jetzt hat Mord aber eine Stärke. Die ist dran. Oh, ja. Das ist der Counterpush und den kann hier Tar nicht, gar nicht verteidigen. Gar nicht. Und jetzt muss Morten nur noch defensiv spielen und er gewinnt das Game. Und das ist halt... Das ist eine halt super gute Lage. Jetzt sollte Morten das Ding eigentlich gewinnen können. Ja. Und der Prinz ist die Keykarte in diesem Game, weil der Prinz gewinnt hier tatsächlich Morten das Game. Ja. Weil dieser Prinz halt den Megaritter erstens komplett zerstört, zweitens die gegen die Elite-Verband auch sehr stark ist und Morten halt diesen Double... Damage hat in seinem Deck mit Prinz und Elite-Verband, um halt Royal Hawks und Megaritter und Elite-Verband zu verteidigen, weil sonst fehlt eigentlich immer was und das hat hier Morten nicht das Problem. Ja. Jetzt kommt einfach ein Ghost noch auf oder ein Prinz, ja. Das ist halt absolut stark. Das ist halt super stark. Und jetzt wird Morten halt auch noch einen Counterbush haben, der nicht leicht zu verteidigen wird für Tar. Ja, da muss der Megaritter links kommen. Jetzt guckt euch auf der linken Seite, schreibt Good Game. Er kann die linke Seite nicht verteidigen. Das Ding ist durch, damit gewinnt Morten das Match. Dann wird 1-1. Und jetzt ist hier wieder alles offen. Wenn Morten das nächste Match gewinnt, dann ist er hier in der nächsten Runde und könnte eventuell gegen Schwarzen dann spielen im Winner Bracket Halbfinale. Morten gegen Tar, letztes Match. Entscheidendes Spiel zwischen diesen beiden Spielern. EU ist an die Brücke als Counter. Und die Valkyrie. Morten ist Mauerbrecher. Morten ist direkt recht froh gewesen, weil er weiß, dass der Gegner, wenn er ein EOS hat, schon mal vermutlich Packer spielen wird oder irgendeine Bridge-Variante. Und das ist auf jeden Fall winnable mit Valkyrie. Es ist Morte, Valkyrie, oder? Musketieren-Co. Es ist vermutlich Morte, ja. Okay, jetzt ist Morten ein bisschen verärgert, weil er keinen Bock auf den Dark Ritter hat. Megaritter? Oder ist immer noch Packer? Megaritter Mauerbrecher? Ah, Sparky, oh ja, Gott! Deswegen hat Morten sich geärgert, weil Morten hat keine Resets. Oh, Morten hat auch gar keinen Bock auf Sparky. Morten hat sich erst gefreut, weil er dachte, er spielt gegen Packer, weil das wäre ein Freeman für Morten gewesen. Und jetzt hat er realisiert, er spielt gegen Sparky Erdbeben und wird komplett gecountert. Das Matchup ist ganz schlecht für Morten. Ja, er hat ja schon Packer, der geht, das stimmt. Der hat ja Packer Anavandeck hat er gespielt im ersten Match.
Aber im ersten Moment hatte Morten trotzdem gedacht, jo, das ist wahrscheinlich Bridgman oder Packer oder irgendwie sowas. Auch wenn Packer natürlich jetzt nicht sein kann, obviously. Und dachte, er hätte ein gutes Matchup und dann hat er realisiert, jo, es ist einfach Sparky wegen dem Dark Prince. Ah, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ja. Ich glaube auch, das ist nicht ganz so nice. Er hat da kein Reset, das ist das Problem. Andererseits, ja, der Mini-Packer Karre, er hat Karre, er hat Mercurek. Trotzdem wird das schwierig. Also sagen wir mal so, wenn er Grave hat, das ist gut. Er hat das ist gut. Aber er hat halt aber jetzt die Minions. Ja. Morgen hat er nichts gegen die Minions, nichts Gutes. Er hat Snowball, aber da reicht natürlich nicht. Das reicht gar nicht. Aber die Karawirke-Fokus, wichtig. Wir sind noch mal ein paar Zusatzhits, wenn auch nicht viel. Ja, aber das war nicht aber gut. Aber jetzt kommt der Goblin, der war ja ganz kacke, der Goblin Giant. Was war das denn? Der war ja absolut reingelostet. Nee, oh mein Gott. Nee, der war perfekt. Es hat gerade gereicht, ich fasse es nicht. Er weiß halt, Morgen hat kein Elixier und das ist halt so viel Damage. Aber alle Minions gehen drauf durch die Speargobs, aber das ist trotzdem so viel Damage. Ja. Also das Matchup kann Morten noch nicht gewinnen. Das Problem ist halt, er kann diese Minions nicht gut clearen. Und selbst wenn er die Minions mit einem Feuerball oder so cleart, dann hat der Gegner immer noch ein EOS, um das zu verteidigen. Plus das schreibt er auch gut gegen Morten. Morten weiß genau, das sieht schwierig aus. Wie gesagt, wenn er jetzt verliert, dann kann das... Also da ist Morten noch nicht raus. Es wäre natürlich bitter jetzt, in der ersten Runde zu verlieren, gar keine Frage. Aber Morten hätte noch eine Chance. Also der wäre dann immer noch drin, nur halt im Lower Bracket. Aber hier kannst du wirklich... Guck dich an. Goblin Giant, Minions... Notfalls noch eine Ewis, Snowball, er hat gute Antworten gegen Gravefed und diese Offensive ist halt, du kannst dich halt nicht wehren. Ja, es ist nicht mal in der Spark in den Push gewesen, aber generell, jetzt halt auch der Erdbeben, der darüber kommt. Dagegen kann Morten halt nichts machen. Das Matchup ist einfach so unendlich schlecht für Morten, das ist unglaublich. Ja. Das Ding ist klar, der Snowball war auch ein bisschen aggressiv, aber Morten wusste halt, er muss was versuchen, weil er halt einfach sonst nicht durchkommen wird und ja. Alter, Tar gewinnt, Morten unterliegt, damit ist Morten im Lower Bracket, aber er kann es, wie gesagt, auf jeden Fall noch holen. Er kann das bitte, noch schaffen. Bitte, lass jetzt nicht... Schwarzen muss jetzt gewinnen, weil sonst spielen Morten und Schwarzen ums Ausscheiden. Das wäre richtig bitter. Schwarzen sollte besser gewinnen, ja. Dass Bob the Rock und der Manix, der Niederländer, mich angeschrieben haben und unbedingt irgendwie mit FaceTime machen wollen. Ich weiß gar nicht, warum. Im Ernst jetzt? Ja, Imperator ist übel sauer auf die, weil die ganze Zeit damit zuspammt, dass sie meine Nummer rausrücken soll. Ach so, ja, weil die... Ach, Digga, ja, die sind komplett lost. Das ist, weil Imperator ist... Imperator macht... Ach, Digga, Imperator ist ein lustiger Typ so, aber der ist immer Call mit denen und der sagt denen dann... Der ist dann irgendwie... Imperator ist dann wahrscheinlich betrunken in einem Call und sagt denen irgendwie, also, die sollen nicht mal anrufen oder so. Keine Ahnung. Nein, die haben mich auch schon persönlich angeschrieben. Ja, ich weiß nicht, was weiß ich... Ich merke das. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Wir haben auf jeden Fall jetzt tatsächlich hier Karel de Grote, a.k.a. Bob the Rock. Ich weiß nur noch damals, auf der DreamHack 2019, oder was, 2020? Ich glaube, 2019, da wo ich in Schweden auf diesem Turnier war, da war Bob the Rock auch am Start. Ja. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, er wäre ein anderer Mensch. Also es gab so zwei Spieler und ich dachte die ganze Zeit, der eine wäre Bob the Rock und der andere wäre wer anderes gewesen. Und es hat sich am Ende herausgestellt, dass der, wo ich dachte, dass es Bob the Rock ist, bis zum Ende einfach nicht Bob the Rock war, sondern dass es ein anderer war. Chillig, Alter. Alter, wie cringe. Bisschen komisch. Naja, wie unangenehm muss das gewesen sein. Nee, ich hatte jetzt keinen Kontakt so richtig zu denen, deswegen war es jetzt nicht so unangenehm, okay. aber es war für mich persönlich so, ich war mega verwundert irgendwie nach dem Turnier. Aber, naja. Whatever. Ja, okay, macht aber Sinn. Da habe ich auch gemerkt, wie schüchtern Ruben ist, der konnte halt kaum Englisch so. Ja, okay, der klappt. Aber der hat sich, mittlerweile kann er, glaube ich, ein bisschen besser Englisch, aber Ruben ist generell sehr, sehr zurückhaltend und schüchtern. Okay. Warum ist ja auch ein bisschen Wash mittlerweile, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir den in den nächsten Monaten sehen werden. Okay, teilt ihr eine Shell nach der anderen aus. Erst gegen Imperator, dann gegen Ruben. Ja, mal gucken. Nee, aber Ruben, ich bin mal gespannt, ob Ruben wieder in Form finden wird. Oh, da der Heilgeist, da muss noch was kommen. Es sieht gerade für Schwarzen hier zwischen Bob the Rock und Schwarzen relativ even aus. Es ist halt so geil, dass Schwarzen einfach geschafft hat, Junge. Können wir es aber appreciaten? Ja, Schwarzen hat am ersten Tag fast flawless performt, dann am zweiten Tag auch richtig, richtig stark. Ja. Und der Junge ist schon jetzt hier. Der hat halt mindestens 2K. Der hat mindestens 2000 Dollar jetzt schon mitgenommen. Es ist echt eine Sensation, was Schwarzen jetzt hier wieder geschafft hat. Bin ich auch, muss ich sagen, bin ich echt extrem stolz auf ihn. Das ist echt eine richtig krasse Leistung, hat er mega krass gemacht. Aber. Ja. Was er nicht so krass gemacht hat, ist die Ausrichtung seiner Kamera. Also die ist immer wieder perfekt. Die ist on point. Stimmt. Das hat Karel de Grote aber auch nicht viel besser gemacht. Das hat er noch schlechter gemacht. Vom Kameraduell ist hier gerade Nook gegen Elend. Das Ding ist, die Spieler richten sich immer so richtig auf, sitzen so richtig aufrecht und stellen dann die Kamera ein. Und wenn sie spielen, sind sie halt natürlich dann so ein bisschen gekrümmt. Unter der Erde einfach, ja. Ja, whatever. Passiert.
Okay, das Matchup, also Matchup-wise würde ich behaupten, haben beide eine sehr, extra, sehr, sehr starke Defense gegen den anderen. Gerade Schwarzen hat halt mega viele Möglichkeiten, den Miner zu killen. Mhm. Aber das Problem ist für Bob, dass halt im Late-Game diese Widerreiterin Mega-Ritter-Pushes extrem kritisch werden könnten. Richtig. Weil wenn dann halt mal, so, also jetzt noch nicht, aber wenn dann irgendwann dann so Lightning kommt, dann könnte es immer mal wieder Damage geben. Und zur Not ist es halt Lightning-Cycle, so womit er ja. Damage macht. Und ich glaube, Schwarzen wird halt sehr, sehr flawless hier die Miner verteidigen. Ja, das könnte sein, dass er das tut. Ich gehe auch davon aus, dass er es tun wird. Alter, wie schade, dass der Mord einfach komplett daneben geschossen hat. Ist echt so komplett daneben. Ja, kein Hit am Turm. Okay, aber es ist halt ein Schadensvorteil mittlerweile für Schwarz. 400 Damage, das ist bisher bei dem Schaden, der insgesamt passiert ist, schon eine beträchtliche Summe. Muss man sagen. Ja, und vor allem Karel de Grote hat halt noch den Erdbebenzauber. Geister. Aber er kann ihn halt nicht spielen. Weil das zu viel Elixier wäre, die er investieren würde, beziehungsweise bis jetzt die Value nicht kam. Nee, es ist Poison. Okay. That makes sense. Das heißt, Schwarz muss am besten jeden Miner mit einer Banditin verteidigen, weil dann bringt der Poison-Spell nichts. Was? Ich hab dir nicht zugehört. Ja, jeden Miner, das stimmt, ja, richtig. Ja. Ich hab dir zugehört, aber ich hab's irgendwie nicht abrufen können. Ja, ich weiß, was du meinst. Das kenn ich. Das rufe ich da komisch grad. Lightning ist gut. Und das ist irgendwie gut für Schwarzen. Ja. Also, ich glaube, das kann, das, also, ja, dann muss Schwarz jetzt einen riesen Fehler machen oder komplett disconnecten, weil er wird halt noch ein bisschen Damage kassieren, aber halt nicht so viel. Ja. Guter Heal Spirit, damit verhindert sehr, er den Mortar-Hit am Turm und, Widerreiterin wird auch wieder Damage machen, wenn er nicht komplett overextendet und dieser Overextend führt dazu, dass er nicht mehr reingehen kann. Genau so ist es. Meiner kommt zwar nochmal rein, aber es reicht nicht aus, Lightning kommt, es reicht nicht aus. Guckt, selbst auf der rechten Seite ist es mittlerweile mehr Damage, das Ding ist durch. Damit gewinnt hier Schwarzen 1:0 für den deutschen Pro. Let's go. Wichtige Angelegenheit. Alter, Floyd, wieso bist du eigentlich gerade dreimal zu sehen? Nice. Ja, keine Ahnung. Ist immer, es erzieht immer, er zieht einfach immer. Es ist immer wieder gut. Es ist immer wieder gut. Let's go. Machst du nix. Da machst du nix. Machst du nix. Und wenn Reichert, imagine mal, wie sie ein Spiel, wo Reichert gegen Schwarzen spielt. Ich glaube, dann sind wir alle fünfmal zu sehen. Schade eigentlich. Was nochmal? Reichert sieht ja auch gefühlt so aus wie Schwarzen. Was? Nein. Doch, hey, du musst mal ein Bild. Dann müsst du ja sagen, er sieht so aus wie du. Wo Schwarzen, ja, genau. Wo Schwarzen, Reichert und ich nebeneinander sind. Ich schwöre dir, ich habe mehr Ähnlichkeit mit Reichert als mit Schwarzen. Wenn ihr schon sagt, ich sehe auch so aus wie Schwarzen, dann werdet ihr. Doch, du hast. Oh, geil, du Junge! Oh mein Gott. Guckt euch bitte hinten rechts an, wie Schwarzen seine Schulsachen stapelt. Das ist andersbroken. Ey, er hat das gleiche wie ich, so eine Karte auf dem Tisch, wo so alle Länder drauf sind. Das hatte ich auch früher. Er hat genau das gleiche. Das ist so eine Ablage, wie soll man das nennen? Aber genau das hatte ich auch. Alter, geil. Genau das hatte ich auch. Ich muss sagen, ich feiere die Schulbücher mit am meisten. Das ist Classic Me in 2016. Er hat auch einfach den Baby denn ganz chillig in seinem Hintergrund stehen. Er hat leider das Minion nicht mit da drauf, das wundert mich, weil ich weiß noch, als wir in Schweden auf diesem Remake-Event, weil da war Schwarzen ja auch dabei. Da haben Schwarzen und ich uns beide, glaube ich, so ein Minion gesnackt. So ein blaues Minion. Und das müsst ihr eigentlich auch haben. Deswegen wundert es mich gerade, dass das auch nicht im Hintergrund... Ich muss ihn mal fragen. Hast du das Weihnachtsholz, Flavi? Nee, ich habe nur Baby Dragon und Minion. Du hast nicht das Weihnachtsholz? Wieso hast du das eigentlich bekommen? Das haben die das muss ich euch gleich nochmal zeigen. Cast, ne? Da muss ich gleich flexen. Ich hab's einfach so bekommen. Du hast dich in der Slack-Gruppe nicht gemeldet. Ach so, man musste sich nur in der Slack-Gruppe melden. gut, dass ich da Bescheid wusste. Aber finde ich auch gut, dass du mir Bescheid gegeben hast. Ich muss gerade überlegen, wie das war. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß auch nicht mehr. Ich wurde angeschrieben von einem. Ich wurde angeschrieben von einem. Und der hat dann gesagt, du wirst irgendwann eine Überraschung erhalten. Ja. Als Dankeschön für den Cast. Ich wurde da nicht angeschrieben. Nee, das war nicht für den Cast. Das war einfach so. Einfach so, weil du cool bist, ja? Okay. Ich weiß nicht, warum du da nicht dabei warst. Ich hab keine Ahnung. Ey, gar kein Ding. Wenn ich bei dir bin, dann werde ich mir das Holz einfach klauen. Gerade für Schwarze nicht so gut. Da ist Bob the Rock erstmal durchgekommen am Anfang. Ja, und das Matchup, also, er hat eine gute Defense mit Valkyrie Tesla, aber die Mutterhexe ist broken und deswegen wird das schwierig werden. Imperator feuert Shots gegen dich, er hat es gerade mitbekommen, glaube ich. Er schreibt nur wichtige CR-Infos gegen das.
Ja, Imperator muss natürlich jetzt ausfallen. Das ist natürlich seine Pflicht. Oh, warte mal. Ah, kleine Maschine geht down. Okay, also, ich glaube, Schwarzen kann das noch comebacken. Es wird aber sehr schwer werden. Also, er hat erstmal eine sehr solide Defense. Und es wird halt, je länger das Game geht, wird es für Schwarzen, desto stärker wird es theoretisch gesehen. Aber das Problem ist halt die Mutterhexe. Und wenn er, wenn er einen falschen Graveyard bringt, dann könnte er sofort verlieren. Digga, vor allem, wie Schwarzen spielt. Ich spiele exakt genauso wie Schwarzen. Ich nutze die linke Hand, aber ich spiele exakt genauso. Echt? Außer, dass man, ja. Man sieht ja jetzt sogar, wie er spielt. Ja, ja. Irgendwie geil, das oder? Das sieht man ja bei... Hä, voll geil. Das sieht man bei keinem anderen Pro. Das hat noch keiner so gezeigt. Ja. So spielt ein iPad-Spieler. Wie ein iPad-Spieler? Als ob das eine andere Gattung wäre, aber Bob the Rock gewinnt. Ja, Bob the Rock gewinnt. Ja, Bob the Rock gewinnt 1-1 damit. Ja, aber so spielt ein iPad-Spieler von mir. 8 AP, 8 AP, 8 AP! 8 AP! Schade, Mann. Karl gewinnt. Karl der Große. Ey, ganz kurz, ich muss, so mal, ich spiel, muss flexen, so warte. So spielen iPad, so spielen wirklich iPad-Spieler, so spielen die. Ja, eigentlich wären wir auch in Tokio, glaube ich, wäre es gewesen, hätten dort eigentlich dort die World Finals gecastet und dann hätten wir auch noch irgendwie so coole Sachen. Nee, in China so irgendwo, in Shanghai. Ja, ey, geil, Schwarze spielt das Deck, Schwarze spielt das Deck. Ja, er spielt das echt, aber warte mal, jetzt die Frage. Spielt er die klassische Variante, diese ganz verrückte, komische, oder spielt er diese normalere mit Prinz, diese, die ich jetzt umgewandelt habe quasi? Weil ich glaube nicht, dass er die verrückte spielt. Er spielt. Oh, der Heal Spirit geht weg. Oh mein Gott. Ne, er spielt eine eigene Variante. Oh, Junge. Und Iva ist an der Brücke. Keine Rekruten im Cycle. Was macht Bob the Rock jetzt? Halt, Fisch und. Ja, aber das Pegel wird gezogen. Das Pegel wird gezogen, oder? Nee, so viel Damage. Aber es ist ultra viel Damage. Das ist auch gefühlt gewonnen. Oh Gott. Aber nein. Das ist so gut für Schwarzen. Okay, also, er spielt gegen Lumberloon Fischer mit Tesla. Was für Schwarzen sehr, sehr solide ist, weil Schwarzen, glaube ich, als letzte Karte ein E-Giant hat oder halt Mega ein Royal Giant. Oder Mega-Ritter, ja. Aber also ich kann mir vorstellen, dass er einfach E-Giant spielt sogar noch. Kann ich mir wirklich vorstellen. E-Giant ohne Nado und so wenig Backup, ich weiß es nicht. Ja, weiß ich auch nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Ja. Hm. Ach Junge, jetzt muss ich mir ja die ganze Zeit diese ganz, dass ich gleichzeitig Cast- und Spielewitze wieder anhören, weil... Ja, hab ich auch erkannt, ja. Ich hab die alle schon wieder verdrängt und ich dachte, endlich bin ich bereit. Einfach Flugmaschine, das ist einfach nur Spawner. Okay, es ist einfach nur ein Bridge-Swim-Deck. Und es ist keine... Oh mein keine, Gott, keine, es ist so krass. Richtig ey, und wichtig. Jetzt, die Mutterhexe, man denkt immer, die macht keinen Schaden, die macht, aber die macht eigentlich viel Update nach dem Buff, Schaden nach dem Buff. Ja. Die macht echt guten Damage, das ist sick. Ultra viel, hab ich gerade gesagt, die macht ultra viel Update nach dem Buff. Das war komisch. Die macht ultra viel Update nach dem Buff, ja. Ey, danke für diese Info. Das war irgendwie komisch. Okay, da kommt. Alter, die Flying Machine so gut. Ich liebe das. Schwarze bringt immer so eine Flying Machine. Er spielt die immer so. Er spielt die immer so. Oh, er nutzt sie aus der Reichweite. Bob Dog hat sich selbst gefoppt. Schwarze spielt immer so Undercover Flying Machines an die Brücke, das ist voll nice. James Bond angelehnt, 007 haben die als Code. Ja. Alter, er hat 4 Gebäude auf dem. Ja, muss man. Er gewinnt gefühlt, er hat gefühlt jetzt schon gewonnen. Er spielt SimCity. Er interpretiert Clash Royale einfach neu. Zusammen mit EA. Gab's das schon mal in der Zell, dass jemand 4 Gebäude gleichzeitig auf dem Feld hatte? Ohne jetzt zu trollen oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt weiß ich. Ich glaube sogar nicht. Da sind ein paar heiß und fettig. Oh mein Gott, diese Fire-Spirits, Junge. Er hat auf For Real hat er 4 Gebäude auf dem Fels. Es juckt ihn gar nicht. Er spielt so doll SimCity, Junge. Ja. Spielt er wirklich. Wie nice. Wie nice das eigentlich ist. Das ist Wahnsinn. Ja, und ich denke, und das funktioniert und der Snowball war jetzt auch nicht so geil irgendwie. Also, denke, dass Bob the Rock hat hier die Nase so voll. Oh, California, haut die für SimCity sogar ein Sub-Rossung. Der hat es aber auch verdient hier, der Kollege. Ich sag dir, wie es ist. Nicht mal Karl der Große wird das verteidigen. Nee. Nicht mal Karl der Große geht das hin. Ey, diese Undercover-Flying Machines an der Brücke. Der hat so nichts sick, gegen die Flying Machine. Bob the Rock hat nichts gegen die Flugmaschine. Oh mein Gott, guckt euch das an, wie geil, Junge. Ich fühle die Energie bis hierhin. So geil, Junge. Let's go. Habt ihr es gesehen, wie er jubelt, wie diese ganze Anspannung einfach von ihm fällt. Oh mein Gott, so geil, Junge. Let's go. Zweites Match von Morten jetzt am Start. Wir haben jetzt hier im Lower Bracket seine letzte Chance. Er muss jetzt hier gewinnen, ansonsten sieht es für ihn sehr, sehr übel aus.
dann wäre er raus, wenn er jetzt hier nicht gewinnt. Er muss also gewinnen, um noch eine Chance für den Titel zu bewahren. Und Bob Duerk ist kein leichter Gegner. Bob Duerk hat ja selber gegen Schwarzen verloren. Meiner kommt rein. E-Bubs werden nach hinten gekitet. Barbrell aber macht das gleiche mit Mortens E-Bubs. Okay, interessanter Start. Ja. Beide E-Bubs am Start und jetzt kommt der Royal Drain an die Brücke. Die Frage ist jetzt, hat er seine E-Bubs wieder das selber? Nee, er spielt einen Mord defensiv. Oder E-Bub darf nicht gehealt werden. Oh, okay, das war mega close. Alter Lachs, das war echt... Ziemlich... Kein Hit jetzt. Ja, da muss Karel de Grote irgendwas machen. E-Bubs kommt rein, E-Bubs ist gut. Trifft beides. Okay, das Matchup kennt Morten. Er weiß genau, dass er sehr doll aufpassen muss mit den Bats und den Spear-Gobs. Also, ich glaube, das Matchup kann Morten gewinnen, aber es ist sehr... Er muss sehr, sehr doll aufpassen, dass er der Mutterhexe keine Value gibt. Also defensiv ist Morten sehr, sehr stark. Können wir das Hard-Timeout-Mod bitte? Und zwar ganz lange. Das seht ihr, Chat. Das seht ihr, Mod. Das seht ihr, Chat. Okay. Warum hat Bob doch keine Facecam her? Hat er doch. Oh, Spear-Gobs in der Mitte. Ja, nicht viel Elixier. Lock kommt noch dazu. Reicht das? Ja. Ja, wegen dem anderen Tower. Okay, alles klar. Es heißt Mana. Kann ich mir das Floppy Soundboard irgendwo downloaden? Ja, Bigspin hat tatsächlich irgendwie das. Weiß ich auch gar nicht. Ich hab das selber nicht mal. Okay, was hast du selber nicht mal? Was hast du nicht? Du könntest tatsächlich dein Soundboard, dein Floppy Soundboard, könntest du einfach verkaufen. Wie das verkaufen? Das wollen Leute im Chat kaufen. Das wollen Leute im Chat kaufen. Ach so. Das ist aber auch Quality. Das kann man sich, das ist einfach Quality. Du hast auch Zeit reingesteckt, das zu produzieren. Ich habe Zeit reingesteckt, ein paar Stunden sind da locker reingeflossen. Das heißt, du vor allem Zeit und Wissen. Ja, Wissen jetzt nicht unbedingt. Ja, wobei doch, mein Floppy Ferrari ist ja klar. Wohl... Ja, doch, ja. Der. Oh, sieht aber für Morten gerade nicht so ganz... geil aus irgendwie. Die Fischer ziehen jetzt den E-Bub weg, das ist gar nicht geil! Oh, das ist sehr viel Damage und vor allem kommen da wieder gleich die Hoggies raus. Ja. Ah, das ist sehr kritisch, das ist sehr kritisch. Das Ding ist, Morten hat zwar die Delivery, Feuerball und alles, aber es reicht einfach nicht, weil... Es reicht nicht, das aufzuhalten. Der Fischer zieht jedes Mal die E-Bubs weg. Ja, der Fischer zieht die E-Bubs weg und die Mutterhexe produziert halt dauerhaft die Dinger. Ja. Mutterhexe gegen Bats und Spear-Gobs sind natürlich absolut stark. Alles One-Shot, alles direkt ein Piglet. Und hier sehen wir es wieder. Fischer kommt dahinter, er muss einen Mortar einsetzen. Jetzt kennt nix hier für die E-Bubs. Selbst wenn er die bringen würde. Na okay, das ist dann tatsächlich noch gut gewesen. Kriegt er hin, ja. Aber wie so will er jetzt comebacken? Ja, es wird Full Elixir, Full Elixir. Jetzt kommt Eos da rein. Ja. Aber Feuerball reicht noch nicht. Also er kann noch nicht den Feuerball cyclen. Das ist natürlich das ist noch ein Punkt, da muss er sich natürlich... muss er noch ein bisschen aufpassen. Hörst du, wie sie immer wieder Gucci, Feuerball. Guter Feuerball? Aber der Heal Spirit wird trotzdem connecten, bitter. Während der Heal Spirit nicht connected, hätte er vielleicht eine Chance gehabt, da Damage zu bekommen. Okay, jetzt zeige der Feuerball. Jetzt zeige der Feuerball, jetzt muss Morten halt die letzte Chance, jetzt die letzte Chance. Alles oder nichts. Ja, aber das wird leider nicht das reichen. Das ist eine gute Defense. Da hat Bob Duerk einfach einen zu großen Vorteil, damit unterliegt hier Morten. Herr Schüttel auch den Kopf, er ist sichtlich unzufrieden damit, natürlich klar, das war wieder mal kein so gutes Matchup und damit tatsächlich aber hier Bob the Rock jetzt hier 1-0 in Führung. Wie heißen Boxautos nochmal? Was meinst du? Die heißen Box, ich hab die nie Boxautos genannt, die Leute nennen die immer Boxautos, Autoscooter, als ich in so einem Autoscooter da saß. Boxautos, Digga, wer sagt denn Boxautos? Ja, ich weiß, ganz weirde Menschen, die das sagen, aber mir ist der Name gar nicht eingefallen. Autoscooter. Es gibt Leute, ja, es heißt Autoscooter, aber es gibt Leute in Deutschland, die nennen tatsächlich Autoscooter Boxautos. Ich habe keine Ahnung, wieso dass die das machen. Wahrscheinlich, ich kenne keinen Menschen, der Boxauto sagt. Doch, wirklich. Frag mal im Chat. Schreib, also,
könnt ihr mal sagen, ob Leute Boxautos dazu sagen. Es gibt wirklich Leute, die sagen Boxautos. Hier, Boxautos ist normal. Schreibt Klopsi oder Strich 1907. Einer von 50 oder so. Nein, das schreiben wirklich mehrere. Es gibt wirklich Leute, die das so sagen. Es gibt wirklich Leute, die sagen Boxautos zu Autoscooter. Wirklich. Was? Also ich sag's auch nicht. Ich hab's auch noch nie gehört gehabt, aber es gibt wirklich Leute, die das sagen. Keine Ahnung warum. Ja, okay, der größte Teil natürlich nicht, aber es gibt Leute. Wir können dann theoretisch eine Abstimmung machen. Was sagen okay. Die jetzt so sowas wie Breakdance? Das ist wahrscheinlich nur bei Autoscootern so, keine Ahnung. Okay, sagen warte mal, die eine rhythmische Bewegung dazu? Nee. Warte mal. Morten spielt Hawk. Oh, der Hawk Rider ist davor gelaufen. Es kann einfach Nadel gespielt werden, das ist nicht gut für Morten. Warte mal. Matchup-wise sieht das nicht gut aus, oder? Hä? Aber. Kennst du Breakdance? Ja, wieso? Dieses Fahrgeschäft meine ich. Oder gibt's das nur in Nordhessen? Breakdance-Fahrgeschäft? Ja? Gibt's nur, ich weiß nicht, ob das deutschlandweit so ein Ding ist oder nur Nordhessen hier. Weiß nicht, ob das bei uns Breakdance heißt. Ich kenne Fahrgeschäfte, aber die heißt glaube ich nicht Breakdance, das heißt, oder? China kennt's. Gibt's überall, okay. Okay, gut. Ja, okay. Ja, ich kenne mich nicht so aus mit den Fahrgeschäften, muss ich sagen. Ich fahre halt auch keine. Hier. Diese Schaukeldinger auf dem Jahrmarkt oder so, die bin ich auch nie gefahren. Jedes Mal übergeben, wenn ich das gemacht habe. Ich bin einmal da drin einfach kurz gefühlt ohnmächtig geworden, jetzt ohne Witz. Ja, ich. Bei mich auch. Seitdem fahre ich keine. Ich fahre auch keine Achterbahn. Ich hab gesagt, da war so ein Riesending. Ich bin noch nie in so einem Ding gewesen. Und ich sag so zu meinen Kumpels: Jo, wenn alle da reingehen von euch, dann gehe ich auch rein. Alle sind einfach alle reingegangen. So solche Knechte. Ich hab das auch mal gemacht, hab danach gekotzt und bin fast gestorben und seitdem mache ich das nicht mehr. Okay, wir brauchen Fokus jetzt. Das Matchup ist sehr, sehr schwierig für Morten, aber er kann es gewinnen. Das Problem ist, je länger dieses Match geht, desto besser ist es für Karel de Grote, weil er halt immer wieder Graveyard Freeze irgendwann raushauen wird. Graveyard in der dreifachen X4-Phase ist broken. Morten muss halt mit defensivem Erdbeben verteidigen, weil er sonst diesen Graveyard Freeze-Dings nicht verteidigt bekommt. Das aber der defensive Erdbeben ist nicht schlecht. Das ist underrated. Defensive Erdbeben wird unterschätzt. Das ist ja, wirklich ein guter Play. Und Morten ist jetzt Morten dran. Führt. Ja. Und vor allem hat Morten auch die Möglichkeit, sogar auf der anderen Seite reinzugehen. Dieser Inferno-Chomp ist komplett dran. Der macht komplett alles wieder. Der steht jetzt auch noch da. Der steht einfach da. Sobald der Graveyard-Spieler, könnt ihr euch immer merken, sobald der Graveyard-Spieler keinen Reset hat und keine gute Karte gegen den Inferno-Turm, kannst du als Inferno-Turm-Spieler die ganze, das machen auch sehr gerne Lockbait-Spieler, setzen einfach zum Beispiel gegen Snow-Damage-Deck den Inferno-Turm an der Brücke ein, weil sie genau wissen, du kannst nichts dagegen tun. Der kann nichts dagegen machen. Das war von Morten, weil das Ding ist klar, der Hawk-Rider ist down, aber die Valkyrie ist noch down gegangen wegen dem Inferno-Tower, das war mega wichtig. Richtig. Und jetzt muss wieder ein Freeze kommen, dann kann wieder ein defensiver Erdbeben kommen und er kriegt es wieder verteidigt. Das Wichtigste. Das Wichtigste an dem defensiven Erdbeben ist, dass die Bogenschützen überleben. Weil die, wenn die überleben, die klären danach die restlichen Skelette. Und das ist die wichtigste Interaktion daran. Ja. Ja, ist mit Dogbait, ich mein's ernst. Ist mit Dogbait for real way to go, klar. Inferno-Turm gegen diese ganzen Decks ohne Reset gegen Graveyard. Die kommen nicht durch, Morten kann das gleich einfach wieder machen. Er kann einfach stumpf, so dumm es aussieht, diesen Inferno-Turm einsetzen. Bob the Rock kann nichts dagegen unternehmen. Ja, der linke Turm ist auf 1076 HP, das ist nicht viel. Und Morten hat jetzt hier wirklich den Damage-Lead. Ja, wo hat der Damage steht, tatsächlich. Das war jetzt ein guter Bowler von Bob Drock. Er muss aber jetzt nochmal aufpassen, weil es kann sein, dass ein Graveyard hat einfach mal eben viel Damage macht. Aber Morten wird jetzt den nächsten Hawk Rider sofort links an die Brücke bringen. Morten wird jetzt links Hawk Rider bringen. Das ist viel zu viel, was der Bob Drock versucht. Da muss wieder Nado kommen. Viel zu großer Push. Gar keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr. Da hat er aber auch hat den Baby-Ding zu viel reingespielt. Das war's. Morten gewinnt damit 1-1. 1-1 tatsächlich hier am Start. Morten noch alles offen. Jede Chance. Oder Morten hat noch ganz, ganz doll jetzt die Chance. Drittes Spiel. Wir haben Morten und Karel de Grote, a.k.a. Bob the Rock mit Lavahund Skami jetzt an der Brücke. Da will er jetzt Barbaren müssen reinkommen. Das ist nicht gut. Da wollte er, glaube ich, was anderes setzen als die Babs. Wenn Morten jetzt ein Pferd hat, im Prinzip Free Matchup, oder nicht? Ja, aber er wird keinen Pferdturm haben, oder? Ja, die Mutterhexe ist ja wahrscheinlich mega Ratter Royal Giant, oder? Aber auch Mutterhexe ist gut für ihn. Ja, wahrscheinlich ja. Der springt weg. Das ist gar nicht gut, weil jetzt geht die Mutterhexe down. Ich dachte zuerst, es wäre gut, aber das war echt nicht gut.
Oh, das war auch gar nicht Mortens Absicht. Das war scheiße. Gar nicht Mortens Absicht. Aber er hat auch nichts gegen den Mega-Ritter, Karel. Der muss jetzt hier ein Inferno-Ding setzen. Der Mega-Ritter, ja, aber das ist besser. Das reicht deutlich. Oh mein Gott. Alter, der Mega-Ritter ist rübergesprungen. Das war gar nicht die Absicht. Das Ding ist, dieses Matchup ist okay für Morten. Aber jetzt der Start war so schlecht. Er hat jetzt auch Pfeile. Der Start war so schlecht für Morten. Alter, dass der Mega-Ritter rübergesprungen ist, ist halt so unfassbar bitter. Aber warte mal, also Morten kann es noch gewinnen. Er hat Mutterhexe, Princess, Zappies und Healspirit. Das ist nicht viel. Aber er kann es gewinnen. Er kann es gewinnen. Es heißt, aber ein Comeback wird so schwer, weil er hat keine Reset. Also abgesehen von den Zappies. Mit dem Mega-Ritter wird er nicht gewinnen. Die Frage ist auch, was ist die letzte Karte von Morten? Weil es ist kein Feuerball oder sowas. Es muss ja eigentlich Royal ein kleiner Giant, Spell oder? Sein. Oder ist es sogar Royal Giant? Hat er wirklich gar kein Spell mehr? Also normal spielt man dieses Deck doch ohne Spells. Oh, warte mal, geht Princess Sonic? Nee, geht sie nicht. Wichtig. Oh, Fass fliegt. Sepp kommt. Das ist viel Damage. Damage. Das ist viel Damage. Ey, wait. Oh mein Gott. Pfeile komplett. Da hat man doch komplett den Damage unterschätzt. Oh, und jetzt kommt der Royal Giant, aber jetzt... Oh, Seppi. Und jetzt... Da kommen die Dragons rechtzeitig. Das wusste Bob the Rock. Der eine ist dran. Der eine ist dran. Der ist resettet. Der Seppi resettet. Oh mein Gott. Der ist dran. Das ist der Turm fast. Aber Morten hat keinen Spell. Morten hat keinen Zauber. Er muss aufpassen. Aber es kriegt Morten. Es kriegt Morten. Guck mal, der Sepp war auch mega schlecht. Jetzt kommt Skelett. Bob the Rock ist komplett am Choken. Skelett in der Defensive. Offensive... Oh, okay, warte mal, jetzt Royal Giant. Hey, dann hat er doch den Turm. Ja. Den hat er. Ey, das gewinnt Morten! Oh mein Gott, Boss Rock ist halt den Choke des Jahres. Morten wird das Ding gewinnen. Guten Morgen, Karel de Grote. Den Mega-Ritter muss er Barbar draufsetzen, dann kommt gleich ein Kobold-Fass, dann muss er Pfeile draufsetzen, dann kommt der nächste Royal Giant und hat gewonnen. Jetzt hat er gewonnen, ja. Er muss Pfeile spielen und dann kommt Royal Giant den Knick und hat gewonnen. Ja, er spielt Zappies nur. Er spielt Zapp, meine ich nur. Egal, jetzt kommt Royal Giant. Was will er? Jetzt Royal Giant der Knick. Was soll er machen? Es ist vorbei. Ja, das war's. Morten gewinnt. Alter, Morten gewinnt das Ding. Holy shit, er ist noch im Rennen. Wie geil. Aber Alter, Bob the Rock. Guckt euch an, wie Morten sich freut. Guckt euch an, wie Morten sich freut. Ja, safe, Junge. Also, ich glaube, es hätte ihn gefühlt gebrochen, wenn er hier in der ersten Runde doppelt rausgeflogen wäre. Tar gegen Schwarzen. Zweiter deutscher Spieler. Jetzt hier Schwarzen natürlich noch in einer besseren Lage, weil er ist im Upper Bracket. Er kann jetzt, wenn er gewinnt hier, ins Finale des Upper Brackets nämlich schon mal safe in die Top 3 des Turniers kommen. Ja? Das wäre wild. Alter, er hat Nightwitch-Kissen. What? Lol, guck mal, Schatz hat Nightwish-Kissen. Oh, was? Wie geil. Ja, mit dem Kissen würde ich auch besser einschlafen. Was ist das denn? Wie nice. Oh, guter Sepp. Guter Sepp. War es ein sehr guter Sepp. Ja, das ist noch ein Ego-Sit. Zwei sogar. Wichtig und richtig. Er macht einfach 400 Schaden mit einem Sepp. Das ist insane. Er hat eh was auf der anderen Seite. Hat der Gegner Skarmy? Nein, hat er nicht. Oh mein Gott. Alter, die Schwarzen einfach das komplette Golem-Backup auf dem Bett. Baby-Ding und Nachthexe. Wait, what the hell? Wie viel Schaden ist das? Warum ist das so viel Damage? Ich hab gedacht, der Agile ist der Dings ist ein Flop. Ah gut, der Tower wird jetzt auch fallen. Ja, aber das ist okay. Er hat halt, also pass auf, Schwarzens Plan war gerade einfach direkt durch Three Crown zu gewinnen. Hat auch fast geklappt. Nicht mit den Guards gerechnet. Wären die Dragons auf den Agile, auf den Goblin Giant gegangen, hätte er das gewonnen gehabt. Glaube ich fast zumindest. Ich glaube, er hat mega nicht viel mit Damage gewesen. Guards noch gerechnet, weil er hatte ja. Oh, Sepp nicht so geil. Evos muss. Oh, fuck. Hat Schwarzen da gerade. Ja, ist okay. Nee. Ist okay. Aber das Problem ist halt, er muss halt mega aufpassen, weil. Aber das Ding ist halt auch, dass Tar mega aufpassen muss, weil er kann eigentlich gar nicht so richtig reingehen. Ja, der Fischer ist raus. Ah. Kann jetzt nicht verhindern, dass ein Freecon kommt, theoretisch. Aber die Situation ist auch, also das alles ist nur entstanden, weil Tarn eh Dragon fürs Bein. Oh, ist. Was? Der bleibt auf der Seite. Es heißt Mana. Oh, da kommt keine das Pfeile. Das ist sehr interessant. Pfeile. Ja, mit zwei, er überlebt. Oh, der überlebt. Da kommt die EU, ist egal. Mhm. Oh, was für ein stumpfes Match. Lava Loon gegen, diese Lava E-Dragon eher gesagt, gegen Sparky Rage. Also, er hat halt keine Literbahn, er hat halt keine Skarmy so. Ja. Ich glaube, Tar könnte Probleme kriegen in der Defense. Tar kriegt extrem Probleme mit diesen E-Buffs. Alter, hast du gesehen, wie der Dragon sich gerade ganz kurz umgedreht hatte? Ja. Aber ich glaube, er würde Sneaky auf die 3 gehen.
mit dem Elite Barbar jetzt ein Problem. Kriegt er das verteidigt irgendwie? Er muss jetzt gefühlt auf den 3 Kronen gehen. Er muss da irgendwie noch einen Gobjan reinquetschen oder Ibabs. Oh, oh, die Guards gehen down. Ja, das war gut für. Aber er muss halt mega aufpassen wegen dem Links. Dieser Elektro-Dragon rippt ihn so doll weg, Mann. Guck dir den Elektro-Dragon an, Junge. Er wusste aber, der nächste Lava also er wusste Tat E-Pfeile, deswegen kann er auch die Minions einfach so spielen, dass sie. Da kommt der nächste Lava und vor, oder? Nee. Nee, hat er noch nicht, hat er noch nicht, hat er noch nicht. Hat er jetzt erst. Was das für ein Match ist, ganz ungewöhnlich, aber es ist absolut wild. Aber das kriegt er doch nicht flawless verteidigt, oder? Einer kommt rein. Oh, ja! Ja, es ist ein zweiter, ja. Es muss nur noch selbst cyclen. Sepp reicht. Sepp ja, macht Sepp reicht. 48. 47? 48? 48. Ja. Und ich. Oder mich dumm. Gut, nee, 54. Gut, gut. 40? 54. Ach so, ja, okay. Ich wollte gerade sagen. Also, es reicht 42. Auf jeden Fall. Warte mal. Oh, let's go, Digga. Nice. Der macht 48. Schreibt alle. Let's go. Win für Schwarzen ist am Start. Und damit tatsächlich hier das 1:0 für Schwarzen. Let's go. Ta gegen Schwarzen. Spiel Nummer 2. Wenn Schwarzen jetzt gewinnt. Dann hat er einfach gewonnen. da hat er die Top 30. Hat er mindestens. Wie viel K hat er dann? Mindestens 6K, oder? Wenn er Top 30 hat, hat er mindestens 6K, ja. Dann geht's noch höher bis auf 10K und bis auf 20K. Aber warte mal, hat er Save? Ja, stimmt, er ist Top 3, wenn er. Ja. Wenn Schwarzen jetzt gewinnt, Alter, ein weiteres Game, hat er mindestens ja so $6,000 gewonnen. Ey, der Dude ist 18, der ist gerade 18. Der kann sich davon einfach ein neues Auto kaufen. Wenn er jetzt hier, selbst wenn er 6K mitnimmt, kriegst du ein gutes, super gutes erstes Auto für. Und stell dir vor, er nimmt 20K mit. Er könnte einfach einen voll ausgestatteten, keine Ahnung, Golf oder so kaufen. Ja. Einfach mit einem CL-Match. Vielleicht kriegt er auch gar keinen Preis, sondern kriegt einfach instant das Auto. Oder er spart, klar, auch gut, auch eine Möglichkeit. Ich wollte das nur mal so verdeutlichen. Ja, klar. Das ist aber krass. Das ist übel krass. Oh, gut. Alle Truppen werden geklärt. Es war zwar auch eine solide Defense hier von Tar, aber es war sehr teuer und es war gut für Schwarzen, dass alles down gegangen ist, weil er jetzt nichts mehr verteidigen muss. Ich würde behaupten, dass ich dieses Matchup in meinem Zellbrücke gespielt habe gegen Michifu und ich habe es gewonnen aus der Sicht von Schwarzen. Genau dieses Matchup. Weil der Bomber bringt gar nichts für Tar, weil der wird immer in den Nado gezogen vom E-Giant. Der Prinz ist besser als der Dark Prince und deswegen ist es besser für Schwarz. Aber wir haben es auch neulich gesehen bei Morten. Morten hat genau dieses Matchup verloren, weil er eine schlechte Starterhand hatte. Das heißt, man muss auch ein bisschen aufpassen. Also es kommt auch ein bisschen auf die Starterhand an und auf die Situation an. Aber hier sieht man halt, der Bomber ist einfach tot so. Ja. Das sind alles für VGA. Nice. Das glaube ich nicht. Ich wollte es veranschaulichen, Chat. Es war jetzt kein Investment-Tipp oder sonst was, okay? Jetzt rasten ja einige richtig aus und fangen an irgendwie zu flamen von wegen, viel zu viel oder kann man auch besser anlegen. Freunde, ich wollte es nur visualisieren. Chat, jetzt euer Live bitte. Guter Lightning, perfektes Timing. Der Dark Princess hat genau gerade sein Schild verloren. Sehr detailliert getreutes Clash Royale hier gerade. Detailliert getreu? Ja. Okay. Das macht gar keinen Sinn, aber egal, ich wollte es trotzdem sagen. Klang irgendwie cool, weißt du, was ich meine? Ja. Na, perfekt. Schade eigentlich. Also bis jetzt beide sehr, sehr defensiv und deswegen noch sehr ausgeglichen. Das Ding ist, in Triple Xer könnte Tar einen Vorteil bekommen. Aber normalerweise soll es Schwarzen bis Triple Xer mehr Damage gemacht haben. Aber mal schauen, wir werden es sehen. Schwarze spielt mit dem Zeigefinger. Ist er komisch oder bin ich komisch? Ich bin auch mit Zeigefinger. Der war am Turm, der Dark Prince. Der war einfach am Turm. Das Ding ist, was nämlich in Triple Xer der Fall ist. In Triple Xer kriegt halt da muss man halt schnelle Lightnings drauf werfen. Und der Dark Prince ist halt nicht so spellanfällig wie der Prinz. Ja. Also beziehungsweise auf einen Lightning gesehen, weil du musst halt beim Dark Prince warten, bis das Schild weg ist. Und das war jetzt der Fehler. Dieser Dark Prince wird halt getroffen und nicht der Cage und dadurch kriegt der E-Giant halt keinen Hit mehr raus, beziehungsweise er kriegt gar kein Damage. Und jetzt weiß ich nicht, ob das eventuell für Tar eine gute Situation gleich werden könnte. Meinst du? Wenn er jetzt. Warte mal. Ist ja eher gut für Schwarzen gerade. Weiß ich nicht. Ich würde eher nicht sagen. Sagst du nicht? Okay. Wenn jetzt E-Giant Brücke kommt mit Lightning. Oh, er wollte extra noch einen Prinz treffen.
Tar hat sich so sicher gedacht, dass Schwarzen noch was spielt, aber hat er gar nicht. Das war umgekehrte Psychologie gerade. Und dadurch hat er nicht den Lightning bekommen. Wäre der Lightning gerade am Tower gewesen von Tar, dann hätte Tar jetzt einfach den Damage-Vorteil gehabt. Das ist gefühlt einfach nur Lightning-Cycle. Ich glaube, Schwarzen gewinnt das wegen diesem einen Fehler gerade von Tar. Oh! Was? Jetzt zählt Tar. Das TNT-Schiff wird zählt. Er weiß halt, die gewinnen durch Lightning Cycle und er weiß, er muss das auch versuchen, aber er hat halt jetzt diesen einen Fehler gemacht. Jetzt kommt ein Lightning von Schwarzen. Nee, ich weiß, kommt okay, nicht. Okay. Ist einfach ja, Gewitter. Der eine Lightning. Guck mal, hätte Tar den Turm getroffen, hätte Tar das Ganze gewonnen gehabt. Warte mal. Er hat doch gewonnen, oder? Was? Tar gewinnt das? Tar gewinnt das, oh mein Gott, wie bitter. Aber hatte Schwarz nicht den Damage-Vorteil? Nein. Der Damage war even. Schwarz hat sich geschafft, den höchsten Ecke durchzuzeigen. Das ist das 1-1, holy shit. Valkyrie von Schwarz am Start. Die Frage ist jetzt, was spielt er? Spielt der Mortar mit einem Fast-Cycle? Das könnte sein. Die Frage ist, ob er noch Elite-Verband spielt. So, siehst du, guck mal jetzt in Chat. Ohne. Ja, der Chat ist auch Liebe. Es gibt da nur so ein paar Dullis irgendwie. Okay, und Tar spielt hier tatsächlich Lockbait. Ey, das Ding ist halt, Tar ist so ein verrückter Spieler. Der spielt den ganzen Tag irgendwelche Beatdown-Decks mit E-Dragon, mit komplett teurem Cycle und so weiter. Und dann spielt er einfach jetzt hier Double Barrel einfach. Ja. Double Barrel Bait. Schwarzen hat Valkyrie, Eisgeist und auch günstige Karten. Aber die Frage ist, was hat er jetzt hier noch als Spell? Okay, er hat das Lock. Er hat... gute Antworten. Valkyrie, er hält auch einfach das iPad. Er hält es einfach. Das ist krass. Ja, ich habe ja diesen iPad-Ständer von Jona damals geschenkt bekommen. Ja. Und das ist... Hakei. Gruß geht raus. Ja, hältst du das auch so, wenn du spielst? Oder hast du es in der Ablage? Ich habe den iPad-Ständer, den Jona auch hat. Kennst du ja von Ikea, dieses Ding. Ja. Den habe ich auch. Ja. Den hat er mir zum Geburtstag gesendet oder zu Weihnachten. Und echt? Ja, tatsächlich. Und, Alter, Ehre. Und den halte ich immer so fest mit einer Hand. Also ich halte das iPad nicht fest, aber ich halte diesen Ständer fest. Okay. Als wenn ich das iPad festhalten würde, sozusagen Ersatz. Ja, ich halte meinen Ständer auch immer fest, ja. Du bist so scheiße, wirklich. Du bist scheiße! So, Skelett fast an der Brücke. Jetzt die Frage, kriegt Schwarz noch jetzt irgendwie gut verteidigt? Ja, Feuerwehr geht klar. Ja, das Ding ist halt, er muss halt einen Feuerball werfen und er hat wenig Elixier, das ist halt recht teuer. Boah, gute Valkyrie. Ja. Das sieht leider nicht so gut gerade aus. Nee, das sieht insgesamt nicht gut aus. Ich glaube leider, dass das Freundchen Tar hier ein bisschen Schwarzen predicted hat, weil er halt einfach nicht, also es hat halt wirklich niemand damit gerechnet, dass Tar jetzt hier einfach Double Bait auspackt, weil der Typ halt eigentlich so komplette Beatdown-Deck spielt. Das war halt recht smart gepickt von ihm. Das war's, in der Tat. Schwarz hat ein Control-Deck und liegt jetzt hier hart hinten. Das ist halt echt nicht geil. Das könnte für Schwarzen den Abrutsch in Anführungszeichen ins Lower Bracket bedeuten. Was natürlich immer noch Top 6 wäre, aber dann natürlich wieder deutlich weiter entfernt von seinen 6K. Die er safe hätte, wenn er hier gewinnen würde. Oh, schwierig. Vielleicht kann er es nicht. Oh, jetzt reicht nicht für beide, schwierig. Dran. Also er muss halt, ich sag wie es ist, die einzige Chance, wie er irgendwie hier durchkommt, ist, wenn irgendwie einmal die Royal Delivery gefailed wird und dann die Bats durchkommen, weil er irgendwie eine Princess predicted. Das kann ich mir vorstellen, dass er so durchkommt, aber ansonsten wird es so schwer werden. Ja, auf jeden Fall. Er kriegt halt wieder, er muss halt eine Valkyrie spielen. Er schüttelt Eisgeist den Kopf, spielen, einen guten Eisgeist. Ah, die Prinzessin ist dran. Das war's leider. Leider Gottes ist das Ding wahrscheinlich jetzt durch. Ich meine, klar, das ist noch nicht ganz durch. 26 HP. Aber das nächste Skelly Bird ist halt dran. Ja, er hat halt zu kein, viel. Schwarz hat auch keinen Poison. Poison wäre deutlich, deutlich besser und das wird Tar gewinnen. Das wird Tar gewinnen. Ja. Ja, Poison wäre offensiv besser, aber auch defensiv wäre es natürlich nicht viel hilfreicher. Ja. Das stimmt, da hätte der eine Situation schon richtig gefangen. Skami kommt doch immer wieder an den richtigen Sport. Aber jetzt die Valkyrie. Oh,
schwer, dieses Matchup. Die Skami ist halt so stark hier. Inferno überlebt aber noch. Warte mal ganz kurz. Ich find's gut, wie Schwarz das trotzdem bis zum Ende spielt. Ja, Schwarz noch komplett. Ja. Stark. Oh, fuck, der Geist. Oh mein Gott, ja. Da konnte er nicht viel machen. Da konnte er leider Gottes nicht viel machen am Ende des Tages. Man sieht auch sein geiles Dorf-Internet kickt ja auch wieder anders rein bei der Kamera. Bitter für Schwarz. Wurde auf dem Dorf oder was? Ja, ja, komplett. Also, aber tatsächlich hier. Schwarzen jetzt auch im Lower Bracket.